So. Was wäre eine Reihe Kritik ohne unseren Freund Thich Nhat Hanh? Und über den habe ich ja schon öfter im Blog geschrieben. Was ich vielleicht noch nicht so deutlich beleuchtet habe, ist ein Aspekt, den ab und zu mal Freunde von Thich Nhat Hanh oder Sympathisanten aufbrachten, die nicht unbedingt ihm anhängen müssen, aber gar nicht verstanden haben, warum ich mich so auf den eingeschossen habe. Und das ist der Aspekt des Ärgers. Und so bin ich heute drauf gekommen, als ich einen Artikel las über den Boom des Buddhismus in Korea, der also begann etwa so Ende der 90er, und innerhalb von 10 Jahren taten sich da über 40 Verlage auf mit buddhistischem Schwerpunkt. Es wurden auch Leute wie Krishnamurti übersetzt oder der Osho, ja, der Bhagwan. Und dann kam ein Buch nach dem anderen. Und wie bei uns auch in den Regalen, wenn es überhaupt noch buddhistische Regale in den großen Buchhandlungen gibt, hat man dann hauptsächlich die Aushängeschilder, den Dalai Lama und Thich Nhat Hanh entdeckt. Und Thich Nhat Hanh wurde dann auch mal eingeladen, war knapp 3 Wochen da, traf sich mit anderen buddhistischen Größen, hat leichter, ich glaube es war in der Universität, 4000 Leute angezogen. Und sein Buch, auf Englisch heißt es Anger, ich glaube wie auf Koreanisch Hwa oder HWA geschrieben, hat 1,2 Millionen Exemplare verkauft. Das ist erstmal wichtig zur Einleitung, wenn ich darauf eingegangen bin, dass Thich Nhat Hanh überall auf der Welt, insgesamt soll es zwar nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, im Verhältnis zu diesen Besitztümern 700 Ordinierte geben in seiner Sangha, aber überall auf der Welt, auch in Thailand, Grundstücke erworben hat über seine Sangha und Immobilien. Einmal hat er ja den Fehler gemacht, das ist bei diesem EIAB gewesen in Deutschland, dass er sich selbst hat eintragen lassen als Miteigentümer, auch wenn das Ganze als gemeinnützig aufgezogen war. Das verstieß gegen die von ihm selbst formulierten Regeln, dass ein Mönch da nicht in Immobilien investieren soll. Aber er hat ja sowieso die Regeln, ja, man muss dazu wissen, dass der vietnamesische Buddhismus sich traditionell eher auch am Ordenskodex orientiert hat, aufgeweicht. Er wollte das unter Modernisierung fassen, hat aber meines Erachtens, dazu findet ihr ja mehr im Blog, vieles dann einfach auch so angepasst, wie es ihm gepasst hat, oder auch dagegen verstoßen, gegen seine eigenen Variationen. Ein Beispiel, wo er was angepasst hat, es gibt da eigentlich schon eine Regel, dass wenn irgendwo ein Nonnenorden besteht in der Zen-Tradition, Frauen dort ordinieren können. Und der bestand zum Beispiel auf Taiwan, und Thich Nhat Hanh hat doch seine, wie ich sie nenne, nach den Informationen, die ich aus der vietnamesischen Community habe, Lebensgefährtin Chan Kong selbst zur Nonne gemacht. Das gehört da dazu, dass ist auch ein Kennzeichen dieses eher sektenhaften Charakters. Und was mich gewundert hat über die Jahre war, wie viel Zustimmung er hatte. Dann habe ich lange darauf gewartet, dass dieses Komitee zur Vergabe des Friedensnobelpreises diese Liste enthüllt. Ich glaube, das ist nach 50 Jahren der Fall gewesen, um bestätigt zu sehen, dass tatsächlich Leute wie Martin Luther King und andere Thich Nhat Hanh mal in den 60ern für einen Friedensnobelpreis vorgeschlagen haben. Ich hatte die vage Hoffnung, dass das erfunden war, denn es wurde immer wieder auch in Korea natürlich zitiert, um
um den Mann in seiner Bedeutung hoffähig zu machen. Thich Nhat Hanh hat also auch ein kleines Verlagsimperium aufgebaut. Da, wenn man mit einem so einen Titel in einem Land schon möglicherweise Millionär werden kann, dann kann man bei, ich glaube, 100, die irgendwie seinen Namen tragen, inzwischen darauf wetten, dass da Reichtum entstanden ist. Und dann wäre ja die Frage, wie wurde der angelegt? Jetzt ist ja gerade dieser Film von Nawalny, dem Oppositionsführer oder Kritiker von Putin, im Internet, wo er da Drohnenaufnahmen hat von dessen Residenz. Und ein bisschen hat mich das jetzt nochmal daran erinnert, dass viele Menschen doch dazu neigen, wenn sie zu Geld kommen, das irgendwie auch zu zeigen und in den Immobilienerwerb umzusetzen. Das hat auch Thich Nhat Hanh so gesteuert, beziehungsweise er und seine Lebensgefährtin. Und ich habe ja da mal Dokumente aus Frankreich bekommen, die ihr auch im Blog findet. Da seht ihr ja auch auf der Website von Plum Village, dass das dann in vietnamesischen Händen ist. Diese Dharma-Lehrer sind zu zwei Dritteln auch Vietnamesen. Man versteht sich eigentlich im Wesentlichen erstmal als Vietnamese Community, also als vietnamesische Gemeinschaft. Aber man hat auch hier in Thailand nicht nur in Plum Village, sondern auch in den Buchläden ein extra Regal oft für Thich Nhat Hanh. Also ich wurde daran erinnert, ne, weil man das eben auch so in anderen Kreisen macht, dass man sich dann hinsetzen kann und sagen, das gehört mir nicht. Dieser ganze Kram gehört mir gar nicht. Aber man muss ja auch eine Motivation haben, sich so auszubreiten. Ist das eigentlich nötig? Ist das besonders buddhistisch? Ja, und dann kommen wir zur vietnamesischen Tradition. Da ist das eben schon von Anfang an angelegt gewesen, dass man sich auch am Theravada orientierte. Man kann das vietnamesische Zen nicht einfach an dem japanischen messen, aber was man tun kann, ist so ein bisschen die Legenden widerlegen. Das ist geschehen durch Kenner des vietnamesischen Buddhismus. Hat man also herausgefunden, wie in so einer beschönigenden Schrift eben der vietnamesische Buddhismus auf bestimmte Leute zurückgeführt wurde und aber eigentlich erst so um die 1200 sich etablierte. Und das war auch kein Buddhismus, wie wir ihn heute so im Westen eher bevorzugen, sondern tatsächlich eine Mischung aus reines Land-Buddhismus und Chan, wie es die aber auch in China gab, auch in Japan. Die meisten Westler wollen es ja lieber ein bisschen eindeutig, aber auch in China war ja die Mischung mit dem Daoismus und Konfuzianismus jedenfalls auch bei den Laien gar nichts Besonderes, ne? In Vietnam herrschte eigentlich so eine magische und rituelle Volksreligion vor. Und diese Elemente fand man dann auch noch, oder findet man sogar heute noch im vietnamesischen Buddhismus. Jedenfalls hat der Thich Nhat Hanh mal ein Buch geschrieben, ist eins der wenigen von ihm, das ich mir mal gekauft habe. Das gibt es, glaube ich, noch gar nicht auf Deutsch, über diesen Thang Hoi. Und wen auch immer, also nach dieser anderen Hagiographie ist es jemand anderes gewesen, aber das ist auch widerlegt, wen auch immer man als den ersten Zen-Patriarchen bezeichnet in Vietnam, da stimmt also einiges nicht zusammen. Jetzt hatte ich dazu was aufgemacht. Wenn man den nämlich googelt, dann stößt man bei Wikipedia nicht auf Thang Hoi, sondern auf Kang Seng Hui. Und da denkt man sich schon, das ist ja
gestorben soll er 280 sein, offensichtlich ein Chinese gewesen. Also er wurde in Chaozhou in dem heutigen Nordvietnam, aber damals eben China, in der Periode der drei Königreiche geboren. Und er war noch zudem der Sohn eines, ja, man könnte sagen, jetzt Iraners, ne? Also eines Händlers aus dem iranischen Raum. Und hat sich dann als Übersetzer buddhistischer Schriften betätigt. Ist da jetzt nicht besonders in Erscheinung getreten, aber der Thich Nhat Hanh hat da in seinem Buch einen Mordswind um den gemacht. Das könnt ihr noch auf Englisch kriegen. Und er hat ja einiges, ich habe die Details gar nicht mehr so im Kopf, uminterpretiert. Was jetzt das Buch Anger angeht, Wut, so könnt ihr euch ja vorstellen, worauf es bei ihm rausläuft. Eine Gemeinschaft von Frieden und Glückseligkeit. Ne? Ich war gerade nochmal auf der Plum Village Seite. Also der Beitrag hier kommt vielleicht zur rechten Zeit. Denn seit Monaten gibt es kein Update mehr zu ihm. War vom Jahr, war das, ne? In Thailand mit einer Lungenentzündung behandelt worden. Und ja, vielleicht erfahren wir jetzt demnächst dann von seinem Parinirvana. Auch diese Art, wie man damit umgeht, ne? Mit seinem Schlaganfall. Wie man das schön redet, dass ein Arzt noch sagt, auf dem Flug nach Thailand, da habe es eher so gewirkt, als würde er sich beim Fliegen noch besser fühlen als sonst. All das ist eben schon auch Hagiographie. Ja, und das Seltsame ist, und angesprochen darauf, was ich denn an seiner Lehre so komisch fand, habe ich da immer mal ein paar Beispiele genannt. Ein Chan-Mönch in China, wo er mal zu Gast war, einen Vortrag hielt, hat das mal so zusammengefasst, nach dem Vortrag kopfschüttelnd: Das ist nicht Chan. Das ist nicht Chan, was Thich Nhat Hanh lehrt. Aber ich meine, er kann ja machen, was er will. Was mich eben stört, ist, dass er als Zen- oder vietnamesisch Chan-Meister bezeichnet wird. Und in dieser Zeit, als seine Linie da tatsächlich Fuß fasste in Vietnam oder begründet wurde, da gab es zwar noch keinen Hakuin. Hakuin, der berichtet, wie tatsächlich Erleuchtungserfahrungen mit Leiden verbunden sein können. Es hackt sich jemanden Arm ab. Hat jemand einen Tumor irgendwie am Rückgrat und dies und das. Und Hakuin, der im Grunde gesagt hat, dass Nirvana und Samsara, die ja nach einem klassischen Zen-Satz 1 sind, nicht zwei Realitäten darstellen, sondern zwei Sichtweisen auf eine Realität. Und von daher ist es leicht verständlich, dass Hakuin auch so etwas wie kreativen Ärger kannte. Oder ich habe das mal in einem wissenschaftlichen Beitrag als Secondary Anger bezeichnet gesehen, also als nicht die Art von Wut, mit der man in Konflikte gerät, ne, die man nicht im Zaum hat, sondern eine kreativen Wut, die gegründet ist, sozusagen im Nicht-Selbst. Das heißt, man lernt, mit der Wut produktiv umzugehen. Das ist ein anderer Ansatz, weil man dann nicht so durch die Welt wandelt wie die Thich Nhat Hanh-Gemeinschaft, sondern das akzeptiert, dass Gefühle, die ein großes Energiepotenzial haben, die in einem entstehen, danach drängen, dass man auch mal Zustände verändert. Man könnte auch sagen, die Wut ist eine Vorbedingung oft von Revolution und Veränderung. Und ich habe ja schon mal gesagt, wie ich Zen sehe oder Chan sehe als Revolution, als Abkehr vom Buddhismus.
Das heißt, was die Thich Nhat Hanh-Lehre macht, ist, wie der Theravada-Buddhismus, sich dieser Dinge zu entledigen. Und das mag ein Weg sein, der für viele richtig ist, aber anderen kann es wahrscheinlich helfen, wenn sie lernen, mit solchen Gefühlen ihre Ethik zu bereichern, das heißt ihren Handlungsspielraum. Wie das sein kann, das können wir ja bei Gelegenheit auch nochmal im Detail sagen, aber das ist schon seit Linchi etabliert. Und das heißt also, ohne Hakuin gekannt zu haben, hätte die vietnamesische Lam Thé-Schule, auf die Thich Nhat Hanh sich beruft, ja wenigstens nicht, da wird sie ja eingeordnet, dem Linchi, also japanisch Rinzai-Zen, da hätte sie, ja, wenn sie die Wurzeln von Linchi nicht verraten hätte, all das in dieses Bild inkorporieren müssen. Die Schulung bei Linchi mit Schreien, mit Stockschlägen, mit Methoden, die Leiden oder Schmerz sogar auslösen und vor allem auch Ärger, ne, beim Schüler oder der Schülerin. Das heißt, schon früh hat man in der Linchi-Tradition ganz bewusst mit solchen Reaktionen gespielt. Und wenn der Schüler einen gewissen Durchbruch erreicht hat, verstanden hat, wie mit diesem, wenn ich es jetzt nochmal so zitieren darf, mit diesem, sag ich mal, erstgradigen Ärger zu einem zweitgradigen über die Praxis zu gelangen ist, dann hat diese Methodik auch Sinn gemacht. Es ist eben eine ganz andere Lehrmethode als von vornherein so eine komische, glückselige Weltsicht zu verbreiten, weil sie meines Erachtens eher akzeptiert, was die tatsächliche Befindlichkeit des Menschen ist und auch das, was im Unterbewusstsein wirkt, stärker an die Oberfläche und ins Bewusstsein zwingt, während die Gefahr bei Thich Nhat Hanh besteht, auch wenn es sicher Menschen gibt, die sich eher für dessen Methode eignen, dass diese Dinge gar nicht ans Tageslicht kommen, dass sie verdeckt bleiben und sich dann irgendwann Bahn brechen. Aber wie auch immer man das sieht, das ist jedenfalls auch keine Zen-Schule, die kann sagen, was sie will. Das ist von Anfang an auch gelogen, geheuchelt worden und heute steht es so da. Überall ist der Zusatz Zen-Teacher und wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt, mir ist es zwar gelungen, nachdem einer mal meine Ergänzung bei Wiki, beim englischen Wiki zu Joshu Sasaki rausgelöscht hat bezüglich seiner sexuellen Übergriffe, die dann drin zu lassen. Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich glaube, die ist immer noch drin. Aber bei Thich Nhat Hanh gibt es eine, sowohl beim englischen Wikipedia auch als auch beim deutschen, eine Front von Leuten, die verhindern will, dass man da kritische Beiträge reinbringt. Einer ist reingekommen von Charles Brabish. Gut, das ist ein Buddhologe, das konnte man nach den Wiki-Regeln dann nicht mehr rauszensieren, hat man aber anfangs auch, der gesagt hat, wo ist eigentlich der Beweis, dass Thich Nhat Hanh selbst ein autorisierter Chen- oder Zen-Lehrer ist. Ich habe ja selbst da mal nachgefragt und nur so maschinengetippte Gattas bekommen, die man sich selbst machen kann. Und andere Dinge wie also CIA-Dokumente, die eigentlich recht nüchtern waren und seine Verbindung zu so einem militanten Oppositionellen,
Nicht, dass ich das nicht verstanden habe, ne? Also, oder dafür Sympathie habe, dass man sich als Buddhist wehrt gegen die Unterdrückung von plötzlich ja von den Amerikanern rein manipulierten politischen Führungsgestalten, die dann den Buddhismus unterdrücken. Aber es war eine militante Bewegung. Und nach diesem CIA-Dokument, das man ja im Internet finden kann, hat Thich Nhat Hanh sowas wie den Einflüsterer dieses Mönches gespielt. Das heißt, er hat wohl auch mal anders gedacht, was Gewalt anging. Ich habe ja noch vieles gehört, ne, was da so alles so möglich sein soll aus der vietnamesischen Community, dass er da sogar sozusagen im Kaderdenken geschult ist. Und wenn man sich anschaut, wie professionell die versuchen, sein Image reinzuhalten, ne, und da aufgestellt sind und dagegen arbeiten, dann sieht man schon die Mechanismen, die auch, wenn ihr euch zum Beispiel anguckt, wie das in China läuft, ne, wenn da bestimmte Meinungen unterdrückt werden sollen, die darauf hinweisen, dass er von diesem kommunistischen Kaderdenken schon eine Menge abbekommen hat und seine Sangha da so ähnlich tickt. Ich habe mal von einem gehört, der da war und der das gar nicht glauben konnte, der das alles ganz nett fand und offen dort. Aber so hinten rum sind das die Strukturen. Der zitiert sich selbst und auch im Wiki-Artikel über ihn, da kreisen die Informationen immer um Berichte, die irgendwie aus seiner Sippschaft kommen. Und mir fehlt da auch, das liegt wahrscheinlich daran, dass es nicht viele gibt, die so vietnamesisch können und dass das auch jetzt kein so großes Fach ist. An den Unis wie Japanologie und Sinologie, da fehlt mir eine fundiertere akademische Auseinandersetzung mit ihm. Ich kann das auch nicht leisten, aber es gibt da so Hinweise drauf, dass inzwischen ist in Vietnam wird der Zen-Buddhismus hofiert, ne, wenn man das als nationale Tradition verkaufen kann. Ne, also der hat jetzt auch keine Schwierigkeiten mehr, da seine letzten Tage zu verbringen. Da vor nicht allzu langer Zeit hat man ja noch, als mal die Behörden da einen Tempel von ihm stürmten, eine Riesensache im Internet draus gemacht. Also dies alles, ich bleibe dabei, ne? Ich bin da, gehe ich für die Kamera, ich bin da wohl so ziemlich der Einzige mit so einer harschen Meinung über ihn. Ich finde, der hätte seine ganze Schule anders nennen sollen und sich gegen den Ausdruck Zen selbst verwahren. Und dann wäre das so eine Randgestalt für mich gewesen wie andere. Aber nun sieht man ja, wozu das führt. Ne? Wenn es dann so einen Boom gibt wie in Korea, dann werden die Leute vor allem durch seine Sicht beeinflusst. Das führte sehr weit. Ne? Es gab dann auch noch einen Theravada-Vipassana-Boom. Und ratet mal, wer da dann die meisten Bücher übersetzt hatte. Jack Kornfield. Ja, dann gibt es noch den Joseph Goldstein. Die wurden alle übersetzt. Und das heißt, es gab dann diese westliche Sicht aus Vipassana. Das geht sogar so weit, dass burmesische Mönche diese Autoren lesen, ja, oder japanische Mönche lesen Bhagwan, ne? Der hat ja über das Herz-Sutra, über das Diamant-Sutra, über die Koansammlung der Smaragdwand ein Buch gemacht und noch andere Sachen. Das wird von japanischen Zen-Mönchen dann gelesen, statt was Gescheiteres, ne? Ja, und die koreanische Sonnenschule musste sich dann auch positionieren. Ich habe ja neulich noch gesagt, dass der Sung San dagegen war, dass man in Korea
zum Beispiel die Ehe zulässt. Für Mönche aber in Amerika war es für ihn okay. Und der ist ja wohl 2004 gestorben. Und ein paar Jahre später hat die, wegen dieses Booms, ne, und der Konkurrenz, hat die koreanische Zen-Schule also dann die Laien integriert, ne, die Laien angesprochen, eine richtige Laienbewegung ausgerufen. Und bekannte Mönche haben dann auch über so mehrere Monate über verschiedene Themen geredet. Tja, aber 1,2 Millionen verkaufte Exemplare mit dem Buch zum Thema Wut, ne? Da kann man schon eine bestimmte Sicht erwarten bei den Menschen, die mit Buddhismus so in Berührung kommen, die dann eine andere Sichtweise nicht mehr kennen. Demnächst will ich das ja auch nochmal am Beispiel einer gewissen kriegsrechtfertigen Rhetorik und so ein Shako machen. Auch da hat sich eine gewisse Ansicht sogar bis in die Akademie durchgesetzt, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die vor allem stark von links beeinflusst wird und dass dann alles, was sozusagen das unterfüttern kann, dass man als spiritueller Mensch auch kriegerisch aktiv ist, sofort in die entgegengesetzte Richtung bei den Rechten oder Rechtsextremen angesetzt wird oder Faschisten, weil es da auch historisch missbraucht wurde und dann wird das nicht mehr so diskutiert. Also für Menschen, die wirklich sich für Zen interessieren, wäre es interessanter zu schauen, wie oft der Ärger in den überlieferten Geschichten tatsächlich einen Fortschritt in der spirituellen Entwicklung bedeutet und sich ihm zu stellen und mit ihm produktiv umzugehen. Anders als bei Thich Nhat Hanh, wo man ja auch am besten keinen Fernseher hat. Wobei man damit auch produktiv umgehen kann, wie ihr ja an den reichen Kommentaren zu meinen Filmtipps neulich gesehen habt.